Hallo, wir begrüßen Sie ganz herzlich vom Soziologie-Magazin. Wir sind hier mit Professor Dr. Wolfgang Schluchter. Sie sind Direktor des Marsilius-Kollegs an der Universität Heidelberg und haben schon zu verschiedenen Arbeits- und Forschungsschwerpunkten gearbeitet, vor allem zur soziologischen Theorie, zur Religionssoziologie, vergleichenden Kulturanalyse und politischen Soziologie. Und dazu möchten wir Sie heute befragen zum Thema Max Weber, zur Person Max Weber und zu seinen Werken, weil jetzt auch der Geburtstag vor ihm ansteht, der 150. Und da wäre unsere erste Frage an Sie, wie kamen Sie persönlich auf die Entscheidung, sich intensiver mit Max Weber und seinem Werk zu beschäftigen? Und wie hat sich die Sichtweise auch auf Max Webers Werke während dieser Zeit auch geändert? Oder ist es eher, also hat es eher sich nicht verändert in der Zeit? Also der Grund, weshalb ich mich intensiver mit Weber beschäftigt habe, hat zu tun mit der Situation in den 60er Jahren der Bundesrepublik Deutschland. Damals habe ich mich sehr intensiv mit Hermann Heller und der staatstheoretischen Diskussion in der Weimarer Republik beschäftigt und bin dabei eben auch auf Max Weber gestoßen. Als einer der Protagonisten, die in dieser Diskussion schon gestorben, eine wichtige Rolle spielte. Und zwar sowohl methodologisch aufgrund seines Ansatzes, wie auch inhaltlich aufgrund seiner Analyse der modernen Welt. Und nachdem ich mich intensiver mit dieser Diskussion auseinandergesetzt hatte, interessierte mich ganz besonders die Stellung, die Weber zu den Problemen der modernen Welt entwickelt hat, im Vergleich zu anderen theoretischen Richtungen. Damals war eine wichtige natürlich der Marxismus auf der einen Seite und die Technokratie-Diskussion auf der anderen Seite. Und deswegen habe ich mich zunächst einmal mit dem Problem der Bürokratie beschäftigt. Er ist ja bekannt als einer der großen Theoretiker der Bürokratisierung. Und das hat er sowohl positiv wie negativ gesehen. Positiv im universalhistorischen Vergleich. Die moderne Bürokratie ist ein Instrumentarium, mit dem man die Befehle der Herrscher besonders effizient umsetzen kann und auch verlässlich umsetzen kann und die sich gegenüber dem Publikum, idealtypisch gesprochen, sine ira als Studio verhält, aber natürlich auch negativ, insofern als er diesen Bürokratisierungsprozess in alle Lebensbereiche ausstrahlen sah und deshalb die Diagnose stellte, nicht die moderne Welt geht möglicherweise an dieser Bürokratisierung zugrunde. Das war dann der Ausgangspunkt, mich intensiver auch mit Webers vergleichenden Studien zu beschäftigen, insbesondere mit seiner Religionssoziologie. Die war zu diesem Zeitpunkt in der Rezeption noch ganz unterbelichtet in Deutschland. Das war anders in den USA, aber in Deutschland war es in der Tat so, dass man sich im Wesentlichen auf die Methodologie stützte einerseits, also wie Aufsätze zur Wissenschaftslehre, wie Marianne Weber das formuliert hat, und auf der anderen Seite die politische Theorie. Und die politische Theorie war natürlich in Zwielicht geraten durch die Erfahrung des Nationalsozialismus. Mommsens berühmtes Buch, seine Dissertation, hatte einen enormen Einfluss auf die Art und Weise, wie Weber rezipiert worden ist. Und die deutsche Rezeption war sehr einseitig, sehr wenig breit gestreut. Im Vergleich etwa zu der amerikanischen Diskussion, die Parsons und Bendix und andere angestoßen hatten und die sehr viel breiter auf das Werk einging, als das in Deutschland der Fall war. Und mich hat dann in den 70er Jahren diese Debatte immer mehr interessiert, wie hat Weber eigentlich seinen Ansatz, der zunächst mal ein Ansatz nur für die Gegenwart zu sein schien, wie hat er ihn historisch vergleichend begründet, und das hat mich dann sehr stark in Richtung auf Religionssoziologie getrieben, und ich habe dann in den 80er Jahren 6 Konferenzen gemacht über die verschiedenen Ansätze zur Religionssoziologie bei Weber mit internationaler Beteiligung, um den Versuch zu machen, so gewissermaßen den gegenwärtigen Diskussionsstand in den jeweiligen Disziplinen, also Sinologie, Indologie, Judaistik und so weiter,
mit dem Weberschen Ansatz zu vergleichen und zu sehen, was ist daran noch aktuell, was ist daran veraltet. Und dann kam der Gedanke auf, man müsse eigentlich eine Edition des Werkes machen, und dann war ich von Anfang an dieser Sache beteiligt. Und das hat dazu geführt, dass ich eben eigentlich den Weber nicht mehr los wurde. Und das ist bis heute auch noch so, dass Sie... Das ist bis heute der Fall. Ja, einmal, weil ich immer noch Aufgaben in der Edition habe. Zwei Bände werden jetzt in nächster Zeit erscheinen. Jetzt in diesem Jahr der erste Band der protestantischen Ethik und zu Beginn des nächsten Jahres der zweite Band, also die überarbeitete Fassung von 1920. Und ich arbeite natürlich auch systematisch an dem Ansatz weiter. Ich nenne das Webersche Forschungsprogramm, das ich zu profilieren versuche gegenüber anderen Forschungsprogrammen. Meine Schüler nennen es das Weber-Paradigma, aber das ist in der Sache identisch. Und insofern beschäftigt mich das natürlich weiter. Und was macht den Soziologen Max Weber da so bedeutend, dass auch noch also zum 150. Geburtstag zum Beispiel auch Studenten oder aber auch Wissenschaftler sich mit Max Weber beschäftigen allgemein? Und welchen Stand hat das auch in der Forschung allgemein, die Theorien von Max Weber? Also der Grund ist zunächst mal der, dass es Lehrprogramme gibt, und in den Lehrprogrammen werden bestimmte Autoren, bestimmte Texte halt regelmäßig vermittelt, nicht? Und dazu gehört natürlich Max Weber, wie Emil Durkheim oder Simmel oder hoffentlich auch noch Karl Marx, obgleich das seltener geworden ist, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Das in gewissermaßen ist der Grundbestand des Faches, nicht? Er gehört mit in diese Reihe von Figuren, die wichtige Beiträge zur Entstehung der modernen Soziologie geliefert haben. Das Zweite ist, dass er eben doch eine sehr präzise Vorstellung von Soziologie entwickelt hat im Laufe seines Lebens. Das war nicht von Anfang an vorhanden, sondern hat sich erst entwickelt. Und dies ist die Vorstellung einer verstehenden Soziologie, die zwar auf individualistischer, methodologischer Basis aufruht, aber doch Strukturfragen mit Fragen des Handelns verbindet. Also eine Dualität von Struktur und Handlung in den Mittelpunkt der Analyse stellt. Und das ist ein Ansatz, der in interessanter Weise abweicht von anderen Ansätzen. Wenn Sie das mit Durkheim vergleichen, ist das ein handlungstheoretischer Ansatz, der ganz eindeutig, anders als Durkheim, nicht sagt, man kann Soziales nur aus Sozialem erklären, sondern man muss Soziales über Individuelles erklären. Und wenn Sie die Systemtheorie auf der anderen Seite sehen, dann ist von Systemen und Autopoiesis keine Rede in diesem Ansatz, sondern es ist ein handlungstheoretischer Ansatz, der Struktur und Handlung und in einer verstehenden Perspektive miteinander verbindet. Und das ist meines Erachtens ein Ansatz, der nach wie vor sehr aktuell ist und den man weiterentwickeln muss. Okay. Ja, da stellt sich auch noch die Frage, wie es mit anderen Wissenschaften ist, also neben der Soziologie auch in der Zeit, als Max Weber eben geforscht hat. Damals war es ja so, dass sich Intellektuelle aller Fachrichtungen nicht nur aus beruflichen Zwecken trafen, sondern auch ganz privat den Umgang miteinander pflegten. Und kann man da sagen, dass diese private Interdisziplinarität für Max Weber einen wichtigen Teil seiner Werke ausmachte, und würden Sie sagen, dass sich diese Umgangsform heute geändert hat? Also die erste Überlegung, die man anstellen muss, ist diese: Es gibt nicht das Fach Soziologie. Als Disziplin ist die Soziologie noch ganz unscharf. Es wird dann zwar die Deutsche Gesellschaft für Soziologie gegründet, aber im Grunde ist das Fach als Disziplin universitär noch nicht
klar konsolidiert. Und Weber war ja auch sein Leben lang zunächst einmal, nachdem er Jura studiert hatte und Jurist war und auch als Jurist durchaus Vorlesungen gehalten hat, Nationalökonom. Und erst am Ende seines Lebens hat er in München einen Lehrstuhl bekommen, da stand an erster Stelle Gesellschaftswissenschaft und nicht mehr Nationalökonomie. Nationalökonomie war sozusagen in die dritte Reihe gerückt, nicht neben Wirtschaftsgeschichte und Sozialgeschichte, hieß die Bezeichnung dann Gesellschafts-, also er wollte die Gesellschaftswissenschaft voranbringen. Das war aber erst am Ende seines Lebens, wenn man so will, jedenfalls in der letzten Phase seiner Entwicklung. Also das Fach gab es nicht im strengen Sinne des Wortes. Darüber hinaus war in der Tat der Diskussionszusammenhang in sehr viel offener, als das heute nach der disziplinären Spezialisierung der Fall ist. Ne? Auch die Nationalökonomie war noch nicht so stark spezialisiert und auch mathematisiert, wie das heute der Fall ist, sondern sie war im Grunde immer noch eine sehr breit angelegte Sozialwissenschaft, insbesondere deshalb, weil es auch innerhalb dieses Faches den berühmten Methodenstreit zwischen der theoretischen und der historischen Richtung der Nationalökonomie gab. Aber insgesamt war es ein sehr viel breiteres Spektrum, was durch die Nationalökonomie abgedeckt worden ist. Die interessante andere Frage ist, wie sich diese Professoren, die ja eine Elite waren, und es war ja ein kleiner Kreis, es waren nicht so wie heute, so viele Professoren gab es nicht, es gab nur wenige Professoren, wie die untereinander kommuniziert haben. Und da ist natürlich ganz interessant, dass in Heidelberg auf Initiative von anderen, aber doch unter seiner Beteiligung, ein Kreis entstand, der nannte sich Erasmus-Kreis, in dem religionswissenschaftliche Fragen diskutiert worden sind. Also da waren Theologen drin, da waren Althistoriker drin und so weiter und so weiter. Und das war ein interdisziplinär zusammengesetzter Kreis, aus dem übrigens später dann sogar in Heidelberg ein Teil der Akademie hervorgegangen ist. Dieser Kreis traf sich regelmäßig am Anfang monatlich unter relativ strengen Regeln, die sie sich selbst gegeben hatten. Und da gab es dieses interdisziplinäre Gespräch, nicht? Das war gewissermaßen institutionalisiert durch den Kreis selber. War eine private Initiative von Einzelnen, aber es war dann gewissermaßen ein feststehender Ritus, in dem sie sich trafen, in dem sie miteinander diskutierten und austauschten. Und das gab es in dieser Zeit in großer Zahl. Das ist nicht nur der Erasmus-Kreis, es gibt in Heidelberg den Tode-Kreis, es gibt viele Kreise in Heidelberg, in der es diese interdisziplinären Diskussionen gab, also fachübergreifende Debatten zwischen Vertretern verschiedener Disziplinen. Und insofern ist das ein anderes Universitätsmilieu gewesen, nicht, als wir das heute haben, wo in der Tat dieses einer der allergrößten Probleme ist, wie man die hohe Spezialisierung in den Disziplinen wieder rückbindet in einen interdisziplinären Diskurs. Das ist zum Beispiel eine Aufgabe des von Ihnen vorher genannten Marsilius-Kollegs. Okay. Und ja, und unter diesem Begriff des Privaten, dass da private Diskussionen auch geführt wurden in diesen Kreisen und das ja auch ein bisschen eine Verbindung hatte zu der Wissenschaft, wie hält es sich da mit der Werturteilsfreiheit in der Wissenschaft, also Webers Credo der Werturteilsfreiheit in der Wissenschaft? Glauben Sie, dass Wissenschaftler an sich sich danach auch richten können? Und inwieweit geschieht das heute auch in den Sozialwissenschaften? Ja, es gibt ja eine Grundsatzdebatte darüber, ob man in der Tat die Wertungsfragen von den Tatsachenfragen so trennen kann, wie Weber das sich gewünscht hat. Dass er das mit großer Intensität verfolgt hat,
ergibt sich schon allein aus der Satzung des, der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, die er wesentlich mitformuliert hat, in der die Verpflichtung verankert war, während der Sitzungen keine Werturteile einzuschmuggeln oder die Tatsachenurteile, die es dabei gehen. Das wird oft missverstanden, weil dann gemeint wird, da dürfen Werte keine Rolle spielen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, im Gegenteil. Die Werte kommen erstens vor als Gegenstand der Analyse. Das subjektiv gemeinte Sinn von Individuen steht im Zentrum der verstehenden Soziologie. Die Werte kommen vor im Zusammenhang mit der Ausgrenzung und Bestimmung eines Gegenstandes, Wertbeziehungslehre von Heinrich Rickert. Die Werte kommen natürlich auch vor in Gestalt von Werturteilen. Und Weber hat nicht gesagt, man darf keine Werturteile fällen, sondern man darf nicht Werturteile als Tatsachenurteile versteckt ausgeben. Man muss klar sagen, wo der werdende Mensch beginnt und wo der analysierende, forschende Professor endet. Mhm. Nicht? Das ist die Forderung. Es ist auch keineswegs verboten, im Hörsaal auch Werturteile abzugeben. Man muss nur sagen, es ist meine, das ist mein Werturteil. Das ist so, beurteile ich diese Angelegenheit, die faktisch so und so liegt. Aber, und ich sage, der Kapitalismus zum Beispiel ist so und so entstanden, aber ich halte ihn für etwas Fürchterliches in der Geschichte der Menschheit. Aber das sage ich nicht, indem ich die Analyse mit dem Werturteil verwische. Das war sein wichtigster Punkt. Und er hat selber deshalb ganz scharf immer unterschieden zwischen seiner Rolle als Wissenschaftler, der analysiert, der darstellt, der faktische historische Zusammenhänge entwickelt und der Wertbeurteilung des auf diese Weise Erkannten. Und dazu gehört zum Beispiel diese von Rickert herkommende ganz wichtige Unterscheidung zwischen theoretischer Wertbeziehung und praktischer Wertung. Ich brauche Werte, um zum Beispiel einen Gegenstand zu bestimmen. Mein Erkenntnisinteresse ist immer subjektiv, ist immer einseitig. Ich sehe an bestimmten Entwicklungen nur bestimmte Seiten, nie die ganze Wirklichkeit. Also da ist ein Auswahlproblem, und sobald ich ein Auswahlproblem habe, habe ich ein Problem des Kriteriums der Auswahl. Das ist vollkommen zugestanden, das geht gar nicht anders. Aber davon ist zu unterscheiden ein Werturteil, in dem ich sage, etwas ist gut oder schlecht. Und dies voneinander zu trennen, nicht indem man schizophren ist und sagt, man darf das eine nicht tun, sondern man muss, und das andere muss man immer lassen. Das war überhaupt nicht seine Auffassung, sondern man muss nur deutlich machen, wo der analysierende Forscher endet und wo der stellungnehmende Mensch beginnt. Und wenn man das tut, wenn man das sauber voneinander trennt, dann ist die Sache in Ordnung. Dann kann die auch im Hörsaal stattfinden. Aber man muss trennen zwischen der Rolle des Wissenschaftlers und der Rolle des wertenden Menschen, zum Beispiel des Politikers, der natürlich Werturteile fällen muss, für die er Gefolgschaft zu mobilisieren sucht. Also es ist die Vorstellung einer Trennung zwischen der Seinssphäre und der Wertsphäre, der Sollensphäre, aber die Werte spielen eine zentrale Rolle in seiner ganzen Kultursoziologie. Sie sind dann nur Gegenstand der Analyse und Voraussetzung für die Analyse, aber nicht man ist nicht gezwungen, Werturteile über das, was man erkennt, auch schon immer gleich zu fällen. Und das ist ja auch heutzutage vor allem eine wichtige Frage in Bezug auf die Situation, wie wirksam oder wie praktisch wirksam ist die Soziologie an sich? Wie ist es in der Praxis denn? Also kann man an sich zum Beispiel wissenschaftlich forschen und daneben eben auch Krisen oder Situationen, die als Krisen eben dargestellt werden, auch lösen als Soziologe, oder ist es eher etwas, was man dann auch in die Richtung der Trennung führen sollte, dass man zwischen... Naja, Sie müssen natürlich schon versuchen, wenn Sie etwas politisch erreichen wollen, herauszufinden, was möglich ist, nicht? Wie die empirischen Zusammenhänge tatsächlich sind. Das nennt Weber übrigens technische Kritik, nicht? Also das ist eine wichtige Aufgabe der Wissenschaft, solche technische Kritik zu ermöglichen. Darüber hinaus
kann man auch immer wieder den Einzelnen dazu bringen, sich Klarheit zu verschaffen über die letzten Gründe seines politischen Handelns. Nicht? Man kann ihm sagen, wenn du das und das willst, dann musst du das und das in Kauf nehmen. Das sind alles Dinge, die Wissenschaft durchaus kann. Die Wissenschaft kann auch versuchen, Prognosen zu formulieren. Das ist immer sehr schwierig. Meist ist das gar nicht so einfach, besonders wenn es um langfristige Zusammenhänge geht. Und dann kommt das Problem herein, dass die Prognosen ihrerseits wiederum das Verhalten der Menschen bestimmen, also die berühmte Self-Fulfilling or Self-Destroying Prophecy. Das alles ist im Bereich der Analyse, der Diagnose noch möglich. Und wenn man eine Therapie will, dann muss man eine saubere Diagnose zunächst mal gestellt haben. Das heißt aber nun wiederum nicht, dass für Weber jedenfalls nicht, dass man deshalb bestimmte Ideale nicht haben soll, weil sie im Augenblick zum Beispiel unrealistisch sind oder weil man sie nicht, weil überhaupt nicht absehbar ist, ob sie je mal realisiert werden kann. Das würde wiederum ein Reduktionismus sein, den er gerade bestreitet, nicht? Also man kann hochfliegende Ideale haben, die im Moment nicht realisierbar sind oder die vielleicht überhaupt nie realisierbar sein werden, dennoch sind sie gerechtfertigte Ideale. Aber man muss, wenn man ein realistischer Politiker sein will, ein Verantwortungspolitiker, wie der Weber ja sagt, dann muss man eben auch die Fakten zur Kenntnis nehmen, die der Sache möglicherweise entgegenstehen. Und die Wissenschaft ist ein Hilfsinstrument, um genau dieses zu leisten. Die Grunddebatte in dieser Werturteilsfrage ist ja nur die, wie hängen Geltung und Genese zusammen? Ist Genese, also basiert die Geltung auf Genese oder gibt es einen prinzipiellen Unterschied zwischen Genese und Geltung? Und da gibt es zwei Lager, nicht? Die einen sagen, Genese und Geltung hängen intern zusammen und die anderen sagen, nein, sie sind voneinander scharf zu trennen. Etwas, was entstanden ist, ist nicht deshalb schon gerechtfertigt als etwas, was man tun soll, sondern die Sollensfrage oder die Wertfragen sind Fragen, die auf einer anderen Ebene liegen als die Seinsfragen. Ja, und wir sprechen ja schon über Diagnosen. Die Diagnose von Max Weber war ja zu der Zeit, dass eben die Rationalität auch ein Begriff war, die so bedeutend war in der Wissenschaft. Und wie ist es da mit der Rationalität? Also würden Sie da Max Weber zustimmen mit der Ansicht, dass die Welt durch die Rationalität entzaubert wird? Oder wie viel Zauber ist von der entzauberten Welt heutzutage noch übrig überhaupt? Naja, also da muss man zunächst mal Klarheit darüber schaffen, was dieser Entzauberungsbegriff überhaupt umfasst. Nicht? Zunächst einmal ist es für Weber ein Prozess, der innerreligiöser Natur ist. Also Entzauberung heißt Entmagisierung der Heilswege in seiner Religionssoziologie, und er kommt relativ spät auf diesen Begriff. Zum ersten Mal verwendet er ihn 1913 in dem Kategorienaufsatz. Wir wissen nicht, ob er ihn schon vorher irgendwie verwendet, aber jedenfalls da ist er zum ersten Mal formuliert. Und da ist zunächst mal im Vordergrund die Vorstellung, dass es in einem langen religionsgeschichtlichen Prozess, den er vom antiken Judentum bis zum asketischen Protestantismus zieht, einen solchen Prozess der Entzauberung gegeben habe. Ein innerreligiöser Prozess, der im Wesentlichen natürlich damit zusammenhängt, dass er meint, die Beziehung zwischen Gott und Mensch wird nicht mehr vermittelt durch irgendwelche Rituale, Sakramente, Instanzen, sondern es ist eine direkte Beziehung zwischen Gott und dem einzelnen Gläubigen. Und insofern kann man sagen, verglichen mit allen Stadien davor ist da so ein Prozess entstanden, den man Entzauberung nennen kann. Also das ist Entzauberung im Sinne von Entmagisierung der Heilswege. Dann gibt es einen zweiten Begriff von Entzauberung, also das ist eine zweite Bedeutung von Entzauberung, ist derselbe Begriff. Eine zweite Bedeutung von Entzauberung, und die verwendet Weber hauptsächlich in Politik, als in Wissenschaft als Beruf, wo er dann, und in der Zwischenbetrachtung, wo er dann sagt, dieser Prozess ist weitergegangen, wenn man so will,
Und dann aus der Religion ausgewandert in die moderne Wissenschaft. Und die moderne Wissenschaft ist ein Unternehmen, das nun in der Welt auch keine Wunder und Zaubereien anerkennt, sondern wenn sie analysiert, dann analysiert sie Kausalzusammenhänge. Und Wunder kommt in der Wissenschaft, in der modernen Wissenschaft nicht vor. Es darf keine Wunder geben. Das ist kein Erklärungsprinzip für wissenschaftliche Erkenntnis. Also ist der Entzauberungsprozess sozusagen gedoppelt, nicht? Es gibt den religionsinternen Entzauberungsprozess und den Entzauberungsprozess, der von der Wissenschaft, von der modernen Wissenschaft, die ja erst im 17. Jahrhundert streng genommen entsteht, vorangetrieben wird. Und der hat übrigens bei Weber dann zur Folge, dass die Religion selber, wie er sagt, zu einer irrationalen Macht wird aus der Perspektive dieser modernen Wissenschaft. So dass man sagen muss, der Entsauberungsprozess ist ein komplizierter Zusammenhang zwischen religionsinternen Prozessen und wissenschaftlichen Prozessen. Und schon bevor der religionsgeschichtliche Entsauberungsprozess zu seinem Höhepunkt kommt, ist natürlich auch schon die Wissenschaft dabei, sozusagen Schritt für Schritt sich aus religiöser Bindung zu lösen und die Welt so zu analysieren, wie sie ist, ohne dass immer die Voraussetzung besteht, sie ist sozusagen Gottes Geschöpf, und wir müssen in dieser Wissenschaft nichts anderes tun, als den Willen Gottes in der Natur, in den menschlichen Zusammenhängen erkennen. Sondern es beginnt eben dann dieser Prozess einer, wenn man so will, einer sekundären Entzauberung, der durch die Wissenschaft vorangetrieben wird. Und insofern ist das ein sehr viel komplexeres Theorem, der Entzauberungsbegriff, als er gemeinhin dargestellt wird. Hat mit Säkularisierung überhaupt gar nichts zu tun. Ist zu unterscheiden, scharf zu unterscheiden von Säkularisierung. Entzauberung heißt für ihn, streng genommen, am Ende dieses Prozesses ist Religion eine Option geworden. Am Ende dieses Prozesses ist aus dem Kosmos das Universum geworden. Also die Naturwissenschaftler, die heute über Big Bang und die Entwicklung des Universums nachdenken, für die wäre die Vorstellung, dass Gott die Welt erschaffen hat, nicht am Anfang, und dass sie so funktioniert, wie Gott sie wollte, ein schöner Mythos, den man durchaus nachhängen kann, aber in der Wissenschaft hat er nichts zu suchen. Und insofern hat auch die Theologie heute zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen in der Astrophysik nichts zu sagen. Denn alles, was dort entsteht, steht in vollkommenem Widerspruch zu dem, was zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte steht. Also kann man nicht ernsthaft die Vorstellung noch haben, als sei das deckungsgleich. Und das ist eine Folge des Entsauberungsprozesses, dass wir bestimmte Bereiche, die wir wissenschaftlich heute durchdringen und erkennen, einfach nicht mehr theologisch sinnvoll interpretieren können in den Schemata, die durch die Theologie oder die Religion überliefert sind. Sondern es müssen dann neue Denkfiguren entstehen, wie man sowas wie eine Kompatibilität zwischen diesen zwei Bereichen zustande bringt. Das war in früheren Zeiten nicht der Fall, weil die Wissenschaft sehr viel stärker in die religiös-theologischen Zusammenhänge eingebettet war. Aber in dem Maße, wie sich daraus gelöst hat, entsteht jetzt in der Tat durchaus auch ein gewisser Konflikt, nicht, zwischen den Glaubensüberzeugungen von bestimmten Personen und den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Mhm. Und das gilt auch für die Sozialwissenschaften. Also die sind da ja nicht ausgenommen, sondern die haben ähnliche Funktion, wie das auch für die Naturwissenschaften gilt. Und insofern ist das sozusagen der generelle universalhistorische Zusammenhang, den Weber da sieht, besonders natürlich realisiert in der okzidentalen Entwicklung im Vergleich zu anderen Kulturen. Aber es ist keine Trennung von Wertorteilen, Tatsachenurteilen. Es ist keine
Aussage darüber, dass das etwas, dass das so sein soll, dass das etwas Gutes ist. Mhm. Nicht? Und es ist konstatiert, diesen Prozess gibt es. Und es gibt diesen Prozess gleichzeitig mit einer permanenten Verzauberung der Welt. Mhm. Also es wäre völlig absurd zu glauben, wir haben, hätte nicht gesehen, wie Magie und andere Formen der rituellen Vermittlung zwischen einem höheren Wesen und den Menschen, das ausgestorben wäre. Das ist völlig abwegig. Im Gegenteil, der Entzauberungsprozess, so wie er ihn letztlich darstellt, ist eigentlich ein Prozess, der die Wiederverzauberung der Welt ständig mit sich führt. Und das ist natürlich empirisch auch durchaus der Fall, nicht? Wir sehen ja, nicht, dass die Religion verschwinden würde, sondern sie pluralisiert sich, sie nimmt neue Formen an, viele Menschen glauben an Dinge, die man früher auch geglaubt hat, nicht? Es gibt nicht nur die klassischen Religionen und die Theologie, die sie unterstützt, sondern es gibt eben gleichzeitig auch viele Pseudoreligionen, immer sich ausbreitende Formen der Remagisierung der Welt, nicht? Und insofern ist die Entzauberung der Welt immer mit der Wiederverzauberung der Welt verbunden. Aber die Wissenschaft, die moderne Wissenschaft jedenfalls, darf nicht daran mitwirken, diese Wiederverzauberung zu fördern, sondern sie muss im Grunde immer die Linie beibehalten, nicht? Dass das, was durch unseren Verstand, unsere Vernunft erkennbar ist, auch als solches erkannt wird, und dass sich da andere Mächte, also Religion oder was immer, nicht einmischen können. So würde ich das interpretieren. Also die Vorstellung, er hätte da geglaubt, am Ende sind alle Menschen rational, das ist natürlich ganz abwegig. Es ist zwar so, dass die verstehende Soziologie von ihm auf die Rationalität von Orientierungen und Koordinationsformen zwischen den Menschen setzt, nicht, dass das eine Möglichkeit ist, aber er hat immer gesagt, natürlich, die Mehrzahl der Menschen handeln nicht rational. Sie handeln gewohnheitsmäßig, sie handeln irrational, sie handeln affektuell, aber sie handeln nur in den seltensten Fällen entweder zweckrational oder wertrational. Aber diese Unterscheidung ist für ihn zentral, für den Rationalitätsbegriff bei ihm zentral. Dass es zwei Arten von Rationalität gibt, nicht nur eine. Und das ist schon in sehr früher Zeit eine gewisse Kritik an der ökonomischen Homo economicus, den er natürlich durchaus als Idealtypus sieht und schätzt, nicht? Das ist eine begriffliche Konstruktion, mit der man viel machen kann, aber es wäre fatal, wenn man glauben würde, die Menschen würden alle nur wie der Homo economicus handeln, also nutzenkalkulierend. Es gibt viele Bereiche, wo die Menschen nicht nutzenkalkulierend handeln, zum Beispiel religiös, handeln sie nicht unbedingt nutzenkalkulierend. Wenngleich man dann wieder sagen kann, naja, sie haben vielleicht ein Interesse an ihrem Heilsschicksal und sie hoffen darauf, dass es ihnen dann hinterher besser geht. Aber das sind nicht die zentralen Motive, nicht, die dabei eine Rolle spielen. Und insofern ist der Rationalitätsbegriff zwar im Zentrum, aber er ist sehr stark eingebettet in nicht rationale Analysen und Zusammenhänge. Da passt ja auch Sache dazu, vielleicht ein Zitat auch aus einem Werk, die protestantische Ethik und der Geisteskapitalismus. Da wird gesagt, dass eben der so geprägte Mensch, der eben durch Rationalität eine mögliche Leistungssteigerung fördert, ein Fachmensch ohne Geist ist, beziehungsweise ein Genussmensch ohne Herz. Ja, das ist so die berühmte Schlusspassage der protestantischen Ethik, des zweiten Aufsatzes von 1905, wo man immer gesagt hat, naja, das ist sozusagen Nietzsche, nicht? Das ist bei Nietzsche so nicht nachweisbar. Wir wissen nicht ganz genau, woher er diese Formulierung hat. Wahrscheinlich hat er sie selbst geprägt. Das ist eine Einschränkung, nicht? Das übrigens ein Werturteil. Das sagt selber, das ist ein Werturteil, was ich hier fälle. Mhm. Nicht? Er fällt ein Werturteil am Ende dieser Studie und sagt,
Wenn das nun der Gipfel der Menschheitsentwicklung wäre, dann wären wir in der Tat in einer fatalen Situation. Mhm. Und er verbindet es ja mit der Vorstellung, wer weiß, was in Zukunft hier noch sich entwickeln wird, ob völlig neue kulturelle Vorstellungen oder aber eine Wiederbelebung der alten großen Ideale, auch der Religionen, das weiß kein Mensch. Das jedenfalls kann nicht das Ende der Menschheitsentwicklung sein. Diese Situation, wo der erfolgreiche, etablierte Kapitalismus, der auf, wie er sagt, auf mechanischer Grundlage stehende Kapitalismus, das gesamte Leben bestimmt. Das kann nicht das Ende der Menschheitsentwicklung sein, oder das soll nicht das Ende der Menschheitsentwicklung sein. So muss man in diesem Fall wirklich sagen. Das ist ein Werturteil. Und da ist er ganz eindeutig, nicht, dass das für ihn nicht in Frage kommt. Als stellungnehmender Mensch kommt das für ihn nicht in Frage. Das ist eine zwar historisch eine ganz bedeutende Entwicklung gewesen. Der Kapitalismus musste erstmal so entstehen, wie er entstanden ist, und hat sich dann globalisiert, nicht? Das sieht er alles schon ganz, ganz klar. Und wird also die Welt sozusagen durchdringen in verschiedenen Varianten, aber letztlich wird er sich globalisieren oder ist schon globalisiert zu seiner Zeit, zu einem gewissen Grade. Aber das ist nicht das Ideal, dem ich als stellungnehmender Mensch nachstrebe. Nur wenn ich jetzt meine Ideale verwirklichen will, dann muss ich zur Kenntnis nehmen, dass es diese Entwicklung gegeben hat und dass diese Entwicklung restriktive Bedingungen formuliert, unter denen ich meine Ideale allenfalls verwirklichen kann. Und ich kann blind sein und mich darum nicht kümmern. Mhm. Es gibt viele Leute, die das tun, auch Politiker, die so sind. Das erkennt der Weber ja ganz klar an, dass das so ist, ne? Aber wenn man ein realistischer, ein Verantwortungspolitiker sein will, dann muss man diese Dinge zur Kenntnis nehmen und muss sehen, wie man seine Ideale zu dieser Realität in eine vernünftige Beziehung stellen kann. Also das, daran sehen Sie eben, dass er selber durchaus auch eine Stellung nimmt, eine Wertposition einnimmt gegenüber der Entwicklung, die er analysiert. Aber das ändert nichts daran, dass die Entwicklung selber, so wie er sie analysiert, aus seiner Perspektive wissenschaftlich gerechtfertigt ist. Ja, und dann kommen wir vielleicht noch dazu, zur Religion, hatten wir schon angesprochen. Max Weber galt ja als einer der ersten Wissenschaftler in seiner Zeit, der einen Zusammenhang zwischen Wirtschaftsgesinnung und religiösen Glaubensinhalten geschaffen hat. Und man sage ihm auch nach, er gelte mit diesen Forschungen als einer der Vorreiter der Ethik in der Wissenschaft. Und da wäre eben die Frage, wie aktuell ist es heutzutage auch noch, dieser Ansatz, den er da ja, also zunächst mal muss man, glaube ich, ein bisschen einschränkend sagen, er ist nicht der Erste, der diesen Zusammenhang von Religion und Wirtschaft hergestellt hat. Das ganze späte 19. Jahrhundert kennt eine Debatte über diese Frage, und zwar jetzt nicht so allgemein, sondern ganz spezifisch über das Verhältnis von Calvinismus, Puritanismus und wirtschaftlichem Erfolg in bestimmten Ländern, also England, Niederlande, Vereinigte Staaten und so weiter. Und er schaltet sich in diese Debatte mit der Studie von 1904 und 1905 ja nur ein. Also es ist nicht so, dass er das erfunden hätte. Er sagt es übrigens auch selber immer wieder. Ich habe das gar nicht als Erster entdeckt. Erstens haben sie Zeitgenossen selber schon gewusst, nicht damals, als diese Bewegung sich entwickelt hatte aus der Religion heraus. Nicht? Das haben die Zeitgenossen schon gewusst. Und außerdem gibt es diese Debatte sowohl bei den Sozialisten wie bei den Bürgerlichen. Also man muss nur Marx und Engels nennen, nicht, die ja darüber sich geäußert haben, oder auf der anderen Seite Figuren wie Gothein, Jelinek und Troeltsch und so weiter. Also das ist eine allgemeine Debatte, ist nicht seine Erfindung. Was für ihn spezifisch ist und was man in den anderen nicht findet, und das ist eben das soziologisch Spannende an dieser Studie über den asketischen Protestantismus,
Das ist seine These. Ich zeige euch mal, wie Ideen in der Geschichte eigentlich wirksam werden können. Und zwar Ideen, in diesem Falle religiöse Ideen, wie die zu einer bestimmten Lebensführung führen, die dann ihrerseits Konsequenzen hat für einen Bereich, der gar nichts mit den ursprünglichen Zusammenhängen, aus denen diese Ideen entstanden sind, zu tun hat. Also es ist der bewusste Versuch, und das ist eben sehr interessant, weil das auch im Widerspruch steht zu vielen Kulturhistorikern, die heute solche Sachen analysieren. Er sagt, ich muss ja zunächst einmal mir klar machen, was waren eigentlich die dogmatischen Grundlagen einer solchen religiösen Orientierung. Ich muss also erstmal mir über die theologischen Debatten Klarheit verschaffen, die es zu diesem Zeitpunkt gab. Und dann will ich zeigen, wie solche theologischen Debatten, die scheinbar ganz weltfern zwischen Experten geführt werden, nicht, die also jede Kleinigkeit in der Schrift oder immer umdrehen und sie interpretieren und hin und her interpretieren und abweichen voneinander und fürchterliche dogmatische Kämpfe untereinander austragen, wer hat Recht, wer hat nicht Recht, wie dieses sich zu einem Bild formt, das dann für bestimmte, für Laien, also für solche, die nicht Experten sind, wie das auf diese wirkt und wie sie dann damit ihre eigenen, Weber sagt, Heilsinteressen, Interessen an dem, was aus ihnen wird, wenn sie mal gestorben sind, wie das von denen aufgenommen wird. Und da gibt er eine hochinteressante Analyse, wie Soziologen eigentlich, also zu dem Zeitpunkt ist er eigentlich noch nicht streng genommen ein Soziologe, sondern eher ein Historiker, aber spielt keine Rolle, wie Soziologen eigentlich analysieren sollten, die Art und Weise, wie Ideengebilde in den Menschen wirksam werden. Und sie werden eben nicht wirksam einfach dadurch, dass man das liest und dann glaubt, sondern man hat eigene Interessen, ideelle Interessen in erster Linie, nicht so sehr materielle, ideelle Interessen, die dann diese Folgerungen, die aus der dogmatischen Grundlegung entstehen, abbiegen in eine bestimmte Richtung und zurückspielen sozusagen an die theologischen Experten und von denen verlangen, dass darauf Antworten gegeben werden. Und das ist der wirkliche Pfiff dieser Studie von 1904 und 1905, sind ja zwei Aufsätze, die in relativ großem Abstand erschienen sind, dazwischen fast ein Jahr, dass er zu zeigen versucht, dann sagt er ausdrücklich, wie Ideen in der Geschichte wirken können. Und Ideen wirken in der Geschichte, nicht? Aber sie wirken nicht so, wie es Idealisten sich vorstellen, und sie wirken vor allen Dingen nicht so, wie es Materialisten sich vorstellen, dass sie nämlich nur Reflex von irgendwelchen materiellen Interessenkonstellationen wären, sondern es gibt da diese ideellen Interessen der Gläubigen. Ich möchte gerne wissen, was wird aus mir, wenn ich mal nicht mehr bin. Und man muss sich vorstellen, wir befinden uns in einem Zeitalter, in dem eben die Wissenschaft noch nicht die Entzauberung zu Ende geführt hat, nicht, sondern wo noch die Religion eine zentrale Rolle spielt für die Lebensführung der Menschen. Und da ist eben die Frage, was wird aus mir? Eine zentrale brennende Frage. Und Weber sagt, der Hebel ist die Suche nach der Certitudo Salutis, nach der Heilssicherheit. Ich möchte wissen, was wird aus mir. Und die dogmatischen Grundlagen sind so gestaltet, dass es für mich schwer wird herauszufinden, ob ich denn tatsächlich zu den Erlösten gehöre oder nicht zu Erlösten. Aber erlöst möchte ich werden. Das ist mein Interesse. Das will ich wissen. Ich kann zwar möglicherweise nichts dazu tun, denn das kann von Ewigkeit her bestimmt sein, aber ich will wissen, gehöre ich dazu oder gehöre ich nicht dazu. Und insofern hat er hier einen völlig neuen Gesichtspunkt in die Debatte eingeführt, der bis dahin nicht in dieser Form vorhanden war. Das macht die Größe dieser Studie aus. Historisch mag das eine oder andere eben tatsächlich falsch gewichtet sein, nicht? Oder vielleicht sogar auch tatsächlich den Fakten widersprechen. Aber die Grundidee, die er da drin hat, die ist neu. Die hat kein anderer in der gleichen Weise. Und insofern muss man schon sagen,
bringt er in die Debatte, die sehr viel breiter ist als nur auf ihn abgestellt, man kann es nicht auf ihn abstellen, bringt er einen neuen Gesichtspunkt, der so vorher nicht vorhanden war. Und das ist einer der Gründe, weshalb meines Erachtens diese Studie nach wie vor eben sehr aktuell und sehr berühmt ist. Natürlich in den Rezeptionsländern übrigens unterschiedlich, nicht? Mhm. Also in den angloamerikanischen Ländern ist die protestantische Ethik besonders oft diskutiert und kritisiert worden, nicht? Wenn Sie nach Italien gehen, da spielt sie fast keine Rolle, da spielt ein anderer Teil des Weberschen Werks eine zentrale Rolle. Also das ist auch ein bisschen kulturabhängig, was an dem Werk, welche Teile des Werkes besonders stark rezipiert werden. Nun haben Sie gefragt, was kann man da heute noch verwenden? Und da gibt es eine riesige Gefahr. Und die sehe ich auch tatsächlich in vielen Veröffentlichungen in der Zwischenzeit, besonders in den Zeitungen, also nicht so sehr in der Wissenschaft, aber in den Zeitungen, dass man den Weber sozusagen normativ interpretiert. Als sei das ein normatives Programm für die Gestaltung des heutigen Kapitalismus. Das ist es natürlich überhaupt nicht. Das ist eine völlige Verkennung des Weberschen Ansatzes, ne? Da gilt wieder die Trennung von Tatsachenurteil und Werturteil. Dass der Weber zwar durchaus in Anspruch genommen werden könnte für eine bestimmte Art von Lebensführung in der Wirtschaft, also wenn man sagen wollte, also was eben heute gewissermaßen als Gier bezeichnet wird, das muss, wie Weber gesagt hätte, rational temperiert werden. Das muss, es ist wichtig, dass es solche rationale Temperierung dieser grundlegenden Tendenzen in der menschlichen Natur gibt. Und dass die Wirtschaft auch dann besser fährt, wenn dort Personen sind, die diese rationale Temperierung tatsächlich leben. Also das kann man vielleicht aus seinen Analysen entnehmen, nicht? Aber dass man das normativ wendet und sagt, es müssen alle asketische Protestanten sein, nicht? Damit die moderne Wirtschaft funktioniert, ist vollkommen abwegig. Also man kann den Weber nicht jetzt in Anspruch nehmen für eine normativ gefasste Wirtschaftsethik. Er hat zwar diese Studie geschrieben über Wirtschaftsethik der Weltreligion, also über die unterschiedliche Art und Weise, wie in den Weltreligionen diese ethischen Probleme behandelt worden sind und wie sie wirksam geworden sind in den jeweiligen Religionen, aber er hat keine normative Wirtschaftsethik geschrieben und er hat nie die Absicht gehabt, das zu tun. Und es ist eine vollkommene Fehlinterpretation des Weberschen Ansatzes, wenn man heute sozusagen aus der protestantischen Ethik herauslesen würde, eine normative Wirtschaftsethik, die in dieser heutigen Welt institutionalisiert werden müsste. Natürlich kann man sich überlegen, wie gesagt, wo kommen die Kontrollmechanismen her, die diese Tendenz zur Nutzenmaximierung des Einzelnen, manchmal sagt man auch die Gier des Einzelnen, beschränkt, nicht? Und da gibt es zwei Quellen, die man nennen kann. Das eine sind innere Quellen sozusagen, also das wäre die rationale Temperierung. Dazu muss es kulturelle Voraussetzungen geben, die sind vielleicht heute nur noch schwer zu finden, wo die herkommen sollen. Und das andere sind institutionelle Regelungen. Und das sind immer die beiden Seiten, die der Weber in den Mittelpunkt stellt. Es ist immer die Frage, wie stehen eigentlich, sagt Geist und Form zueinander. Und die stehen nicht in einem Basis-Überbau-Verhältnis zueinander, nicht, sondern sie stehen, wie er sagt, in einem Wahlverhältnis zueinander, Wahlverwandtschaftsverhältnis zueinander, in einer mehr oder weniger großen Adäquanz, dass die Form dem Geist entspricht, der Geist der Form. Aber weder produziert die Form den Geist, noch der Geist die Form. Automatisch. Sondern es sind historische Konstellationen, wo das dann unter Umständen zusammenkommt, und das sind natürlich besonders glückliche Konstellationen, weil sie dann einen dynamischen Prozess entfalten. Das war am Beginn, so seine These, das war am Beginn des Kapitalismus im 17. Jahrhundert der Fall. Da gab es dieses Zusammenwirken, nicht, dieser beiden Komponenten, die aber unabhängig voneinander entstanden waren.
nicht das eine nicht als eine Folge des anderen, sondern sie kommen aus verschiedenen Zusammenhängen und dann kommt es zu dieser wechselseitigen Befruchtung, wenn man so will, das passt dann gut zusammen und dann entsteht eine Dynamik, die dann wieder Eigengesetzlichkeit hat. Aber daraus kann man nicht eine normative Wirtschaftsidee ableiten. Das ist ein ganz großer Irrtum. Deswegen finde ich das auch ganz schlecht, wenn der Weber jetzt in diesem Zusammenhang mit seinem Geburtstag, nicht, wird er ja auf und ab verhandelt. Am 28. kriegen wir gerade sogar eine Briefmarke, Max Weber. Nicht, kann man ihn sozusagen auch noch ablecken. Das sind ja Entwicklungen, da muss man sagen, na, das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Und da wäre ja auch die interessantere Frage, Sie haben ja gesagt, dass es so eine Verbindung war zwischen zum einen dem Glauben und zum anderen diesem Wirtschaftsorientierten. Und wie kann man da so gesagt erklären, dass das eine zum Beispiel abgenommen hat, eben durch die Entzauberung, dass da der Glaube weggefallen ist und das Wirtschaftsorientierte so gesagt dann geblieben ist? Wie kann man das? Ja, das würde Weber von Anfang an sagen, dass natürlich die Menschen sind haben nicht nur ideelle Interessen, sie haben materielle Interessen. Die Ideen sind sozusagen die strukturierenden Kräfte, die diese Interessen in bestimmte Bahnen lenken. So gibt es ja dieses berühmte Zitat, das Weichensteller-Zitat. Aber natürlich sind die materiellen Interessen immer dominant gewesen in der Geschichte der Menschen, werden immer dominant bleiben. Die werden nicht verschwinden. Und das kann natürlich durchaus so kommen, so sagt er ja auch, dass dieser entwickelte Kapitalismus, der nun auf eigenen Füßen steht und auf mechanischer Grundlage, dass der eigentlich diese ideellen Quellen nicht mehr braucht. Der funktioniert dann sozusagen intern automatisch. Allerdings mit unter Umständen eben mit gewissen negativen Konsequenzen. Das kann immer passieren, nicht? Dass also bestimmte ideelle Voraussetzungen durch die Entwicklung zerstört werden. Und dann die Frage ist, was passiert, nicht? Gibt es neue, die an die Stelle treten? Und dann gibt es natürlich viele Analysen, die sagen, naja gut, ich meine, wir haben eben heute andere ideelle Grundlagen für diese Art des Wirtschaftens, mit der wir umgehen. Das sind keine religiösen mehr, das sind andere. Welche sind, ist nicht so leicht zu sagen. Aber es gibt sie, nicht? Und das ist dann wiederum ein Gegenstand der soziologischen Gegenwartsanalyse, herauszufinden, was genau diese Quellen sind, nicht? Dass man sich nicht nur an den institutionellen Konfigurationen orientiert, sondern zugleich auch mit in Rechnung stellt, was sind die ideellen Grundlagen für bestimmte Orientierungen, die im Wirtschaftlichen eine zentrale Rolle spielen. Und kommen wir zurück auf das, was wir vorher gesagt haben. Es gibt die internen Schranken, es gibt die externen Schranken. Die externen sind möglicherweise wichtiger als die internen Schranken. Also Selbstdisziplinierung darf man nicht unbedingt jetzt mehr auf ideelle Grundlagen stellen, sondern man muss sozusagen durch die institutionellen Regelungen erzwingen, dass sie zustande kommt. Allerdings wäre nur eine äußere Steuerung, nicht, also durch institutionelle Arrangements, aus einer weberischen Soziologie-Perspektive gesehen, so wie ich sie verstehe, immer zu wenig. Es muss auch irgendwie eine ideelle Komponente dazukommen. Und es muss gezeigt werden, wie sie wirkt. Und wenn man dann weiß, wie sie wirkt, dann kann man auch wieder Werturteile darüber abgeben, ob das gut ist oder schlecht ist. Immer in dieser Abstufung. Und Sie hatten ja die soziologische Gegenwartsanalyse angesprochen, da ist ja vor allem das Thema Krise sehr bedeutend. Da wird vor allem oft auch Karl Marx hinzugezogen. Wie ist es da mit Max Webers Werken? Kann man da dieses Thema, so gesagt, Max Webers Theorien mit einbauen, auch vor allem heute aktuell zu dem... Naja, Weber hat eine andere Krisendiagnose verglichen mit Marx. Nicht? Marx hat eine Theorie über die
Kräfte, die notwendigerweise zum Zusammenbruch des Kapitalismus führen werden, nicht? Mit zeitlichen Verzögerungen, mit mehr oder weniger in mehr oder weniger großer Geschwindigkeit. Und das sind im Wesentlichen, bei Marx sind das im Wesentlichen ökonomische Zusammenhänge, nicht, die er entwickelt, um diese These zu unterstützen. Der Kapitalismus ist zwar eine historisch progressive Wirtschaftsform, aber sie ist nicht die letzte in der Geschichte, sondern sie wird in sich selber so viel Widersprüche entwickeln, dass sie überwunden werden muss. Nicht mit Naturnotwendigkeit, aber jedenfalls tendenziell wird es so kommen. Und dann kommt die nächste Stufe, der Sozialismus, und der Sozialismus wird die Defizite, die der Kapitalismus noch hat, und die in ihm selber nicht zu beseitigen sind, dann tatsächlich beseitigen. Der Weber hatte eine ganz andere Auffassung. Er hat gesagt, der Sozialismus ist A, zweifellos ein Produkt des Kapitalismus. Also es gibt Sozialismus nur dort, modernen Sozialismus, rationalen Sozialismus, sagt er übrigens, wie rationalen Kapitalismus, rationalen Sozialismus, als Folge des rationalen Kapitalismus. Das ist sozusagen, im Kapitalismus gibt es eine Tendenz hin zum Sozialismus. Da hat der Marx ganz richtig gesehen. Er hat nur falsch gesehen, dass keine Befreiung sein wird von den Tendenzen, die der Kapitalismus in sich selbst schon entwickelt hat, sondern im Gegenteil eine Verstärkung dieser Tendenzen. Er wird nämlich den Bürokratisierungsprozess weitertreiben. Der Sozialismus wird noch mehr Bürokratie bringen, als es der Kapitalismus aus sich heraus schon tut. Denn er wird natürlich institutionelle Differenzierung, die im Kapitalismus immerhin noch vorhanden ist, zwischen Wirtschaft und Politik und Religion, die wird er noch beseitigen. Und er war deshalb der Meinung, der Sozialismus ist gar keine Lösung der Probleme, die der Kapitalismus produziert hat, sondern er verstärkt nur die Probleme, die darin stecken. Und das sagt er 1918, nicht, in Österreich vor österreichischen Offizieren und in der Betrachtung der ganzen Entwicklungen, die von 17 bis 1920 bis zu seinem Tode da stattfinden. Und das führt ihn übrigens zu einer maßlosen Unterschätzung der Bedeutung der Oktoberrevolution. Er hat die Oktoberrevolution in ihrer welthistorischen Bedeutung nicht erkannt. Er hat aber indirekt dann wieder recht gehabt in der Diagnose, dass der Sozialismus die Bürokratisierung tatsächlich, also und damit die Tendenz, die Menschen unfrei zu machen, noch über das hinaus, was der Kapitalismus sowieso schon auch bewirkt hat, dies hat er dann wieder richtig sozusagen antizipiert, nicht? Wenn man sich die Entwicklung der Sowjetunion oder anderer sozialistischer Staaten ansieht, dann ist das in der Tat der Fall, nicht? Und insofern hat er dann wiederum ein diagnostisches Element in seiner Analyse, das historisch wahr geworden ist, obgleich er das nicht wissen konnte. Aber da ist ein großer Unterschied zwischen den beiden, und der Weber war schon der Meinung, dass der Kapitalismus im Kontext eines Institutionsgefüges, das institutionelle Differenzierung kennt, ein wichtiges Element moderner Gesellschaften ist und bleibt, nicht? Also es gibt kaum eine, also man kann nicht erkennen, dass er eine andere Wirtschaftsform antizipiert hätte. Also er hat schon antizipiert, dass es andere Wirtschaftsformen gibt, als Diagnostiker, nicht? Aber gewollt hätte politisch. Wiederum auf der Ebene der Werturteile, nicht? Ja, dann haben wir einen Ausflug gemacht in die Werke von Max Weber ein wenig. Als letzte Frage hätten wir noch gerne gewusst, wenn Sie die Möglichkeit hätten, mit Max Weber morgen im Gasthaus zum Goldenen Hirschen in Wien auf einen Kaffee zu treffen. Was würden Sie ihn gerne einmal fragen? Das würde ich... Ich würde zuhören. Okay. Was er zu sagen hat.
Schön. Okay. Dann bedanken wir uns bei Ihnen für das Interview.